Hallo und herzlich willkommen zurück am Voodoo Jumper mit Pauline Schäfer. Hi Pauline, grüße dich. Hi. Hi, danke dir, ganz gut. Ich hoffe bei dir auch alles. Ja, super. Alles gut. Und wir haben ja quasi fast zeitgleich übergesetzt von Soest hier. Allerheiligen Kirmes Soest, eine fantastische Veranstaltung. Ja. Und ja, wie hast du das erlebt in Soest? Also ich war ja in Soest am Mittwoch bei der Eröffnung dabei, weil ich ja Kirmeskönigin aus NRW bin und dann gehört halt zu meinen Aufgaben, bei den Eröffnungen bei den Veranstaltungen von NRW dabei zu sein. Ja. Und ja, Soest gehört für uns mit dazu. Auch ob wir hier in Hamburg sind, trotzdem habe ich gesagt, in Soest will ich trotzdem dabei sein. Ja, ja, Soest ist eine coole Veranstaltung. Ne? Ich finde halt genial, wenn die ganzen Fahrgeschäfte auf dem so nah an den Häusern sind, quasi fahren die Fahrgeschäfte an den Wohnzimmern der Leute teilweise vorbei. Ne? Ja. Schon echt spektakulär. Ja. Und ich habe jetzt gelernt, es gibt das Bullenauge in Soest. Das ist ein schon Mokka-Likör. Hast du auch die Ehre, mal einen zu probieren da in Soest? Zu probieren tatsächlich nicht, weil ich ja danach wieder ins Auto steigen musste und fahren musste. Aber ja, dann haben wir es probiert. Ich habe zugeguckt. Ja. Ich hätte es wahrscheinlich auch gerne mal probiert, weil es sah interessant aus. Aber beim nächsten Mal. Ich habe es tatsächlich auch jetzt im Nachhinein rausgefunden. Ich hab danach beim 1 Live im Radio hab ich's gehört, Bullenauge. Und dann haben wir gesagt, wenn ich nächstes Jahr da bin, werde ich auf jeden Fall über das Bullenauge machen. Ja. Ja, und gestern Abend bin ich bei dir Voodoo Jumper gefahren. Genau. Und der Voodoo Jumper ist ja inzwischen wirklich mega. Ihr habt ja eine mega Show-Effekte, die ihr da installiert habt. Der Mitte den Feuereffekt, ihr habt einen Laser installiert. Ne? Und was ist mir aufgefallen ist, Pauline? Ja. Du fährst total gerne Showfahrten, kann das sein? Ja. Ja, für uns ist immer wichtig. Oder ja, also dass halt immer dieser Effekt da ist, dass man halt immer wieder neu einsteigen könnte und jede Fahrt ist nochmal was anderes, jede Fahrt ist besonders. Und dass man aussteigt und sagt, boah, nicht, oh, das war jetzt aber schnell oder das war jetzt viel, weil es geht gar nicht immer um Schnelligkeit, es geht darum, dass man aussteigt und sagt, man hatte Spaß und dass man sagt, ich würde gerne nochmal fahren. Ja. Also, es geht halt darum, ne? Ja. Ich hatte vor kurzem ein Interview mit Hubert Markmann und das war ganz interessant, vor allen Dingen. Klar ist es die Fahrt, aber tatsächlich ist es auch die Rekommandage. Und es gibt natürlich viele Männer, die rekommandieren, aber ich finde es auch mal ein kompletter Unterschied, wenn eine Frau rekommandiert, wie Patricia Kiesler. Und ich finde, wenn du da dran sitzt, ist auch nochmal eine ganz andere Sache, weil ich finde, jeder rekommandiert anders. Und egal, ob dein Bruder dran sitzt, der macht es wieder ein bisschen anders, wenn du dran sitzt. Ja. Und das ist echt cool. Also, man merkt auch manchmal, dass wir auch andere Publikumgruppen ansprechen. Ja? Ja, also nicht immer. Aber oftmals, weil mein Bruder macht zwar Ausschaufahrten, aber auf eine andere Art und Weise. Also ne, zum Beispiel auch wenn mir jeder das gleiche Lied nehmen würde, er würde eine komplett andere Fahrt machen als ich. Also er würde das komplett anders gestalten. Ja. Das ist auch nochmal was Besonderes. Also wir machen da, jeder macht sein eigenes Ding da bei uns. Ja. Und wie ist es mit der Musik? Hat da jeder von euch eine eigene Playlist? Setzt ihr die Musik zusammen oder? Wie machst du das? Ja, also mein Bruder hat meistens seine Playlist, ich habe meine. Und als ich angefangen habe gerade mit Rekommandieren an der Kassensitzung und Showfahrten, da war das tatsächlich auch bei mir so, da habe ich mich zu Hause hingesetzt und habe dann angefangen, weil ich kannte mich auch bei meinem Bruder seiner Playlist gar nicht aus. Ja. Also habe ich gesagt, ich mache meine eigene Playlist, habe mich zu Hause hingesetzt, habe dann wirklich jedes Lied angehört, habe überlegt, okay gut, da könnte ich das machen, das könnte ich so machen. Ja, und habe mir die dann so zusammengestellt. So kommt man dann am besten noch eigentlich klar. Ne? Ja. Hast du gerade auch ein Lieblingslied? Was ist gerade dein Lieblingstitel, den du öfters abspielst? Also ich versuche auch manchmal so ein paar modernere Lieder reinzubringen. Oder Remix oder sowas. Jetzt ein spezielles Lieblingslied nicht. Ich mache halt gerne Showfahrten auch mit unseren selbst gesprochenen. Ja. Showtitel. Kurzen Hänger. Ja. Die haben wir extra im Tonstudio fertig anpassen lassen alles. Haben gesagt, das muss da rein, dann mit den Zeiten abgestimmt alles. Ja, ja. Ich finde den Feuereffekt geil. Weil ich war gestern, das war total geil, du hast ein Show-Intro abgespielt, wenn die Gondeln oben sind und dann punktgenau drückst du den Knopf mit, der Flagge. Ne, wenn mit es Feuer. Klappt, weil das ist auch gar nicht so einfach, aber wenn es klappt, ist das wirklich geil, wenn du wirklich auf den Punkt genau den Knopf gedrückt hast und dann alle runter und dann mit dem Feuer zusammen. Und was halt auch mal geil ist, Nebel und Feuer zusammen. Ne? Ja, Nebel und Feuer sehr gut. Oder auch unten, wenn quasi die Gondeln abgesenkt sind, ne, wenn du unten dann nochmal Vollgas gibst und die nochmal drehen lässt. Nochmal als Finale nochmal richtig Schleudergang. Nochmal Vollgas gibt, ja. Ja, das stimmt. Fährst du auch sonst gerne noch Kirmesfahrgeschäfte selber?
Ja, an sich schon. Auch mal, wenn ich bei den Eröffnungen dabei bin, machen wir oft einen Rundgang. Ja. Dann fahren wir auch öfters mal noch ein paar Geschäfte. Aber ansonsten halt eigentlich tatsächlich am meisten immer nur bei uns. Ja, ne? Bin ich ehrlich, ja. Ja, ja, der Voodoo-Jumper. Ich finde, der Voodoo-Jumper, der ist auch gut verträglich. Ja. Also, ihr habt ja noch den Shake, ne? Und der ist auch cool fürs junge Publikum, ne? Aber ich muss sagen, ich persönlich bin ein Voodoo-Jumper-Fan. Ich fahre total gerne mit dem Voodoo-Jumper dann. Ne? Ja. Ja. Ja, ist halt eigentlich für allen was dabei. Ne? Ja. Ob es jüngere Kinder sind, weil tagsüber, wenn es dann noch nicht so dunkel ist, bringen die Lichteffekte ja nicht so viel. Ja. Und dann versuche ich auch immer dann halt die Showfahrt zu machen, indem ich mich halt ein bisschen mehr mit dem Publikum unterhalte. Ja. Die ein bisschen mehr mit einbeziehe und auch die Kinder dann und die Jugend so ein bisschen mehr mit ranhole. Ja. Ja. Ja, es ist wichtig, die Leute mitzureißen. Ne? Genau. Ich war beeindruckt, gestern war direkt volle Hütte, jetzt hier ist auch wieder die ganze Schlange voll. Ja. Ich bin in Mörs gewesen auch, also eigentlich, der Voodoo-Jumper wird echt super überall angenommen. Ja. Und auch wenn ich jetzt im Wettbewerb sehe, zu dem ähnlichen Fahrgeschäft, ist bei euch echt immer voll aus. Also es ist wirklich super, wie ihr das betreibt, kann und man vielen nur sagen. Der Favorite, ja, tatsächlich. Ja. Ja, also ist schon cool, coole Fanbase. Ja. Ja, Pauline, und jetzt sind wir ja kurz vor der Weihnachtssaison, jetzt sind wir in Hamburg und Winterdom ist für dich auch was Besonderes, ne? Ihr seid ja auch nicht so oft anzutreffen. Ja, also, wobei letztes Jahr waren wir auch schon da. Ja. Und davor waren wir auch schon ein paar Male hier. Ja, also wir sind immer wieder gerne in Hamburg, also wirklich, das ist eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Und wenn es in unseren Tourplan reinpasst, sagen wir nie nein, also, ne? Sehr, sehr schön hier. Vor allen Dingen kannst du lange schlafen, oder? Bis 15 Uhr sind die Öffnungszeiten, die sind wirklich super. Ja, das ist tatsächlich schön. Deswegen fahre ich auch gerne hin, weil für Interviews und für Reportagen zu machen, ist super, weil die Leute dann auch morgens Zeit haben, um sich dann zu treffen. Ne? Ja. Ja, und jetzt haben wir dann die Weihnachtsmarktzeit, die beginnt ja jetzt auch in Kürze. Seid ihr auch im Weihnachtsmarkt aktiv dieses Jahr? Also mit dem Voodoo-Jumper sind wir erstmal Hamburger Dom hier, ist unser letzter Stopp. Danach geht es erstmal für unseren kleinen... sag ich jetzt mal. Ja. Geht erstmal in Winterpause. Ja, und dann sind wir, das überschneidet sich halt ein bisschen. Am 23.11. machen wir in Dortmund auf dem Weihnachtsmarkt auf. Ja. Und das ist ja da direkt in der Innenstadt. Ja, die ist auch schön, ne? Da gibt es auch den größten Weihnachtsbaum der Welt immer. Ganz, ne? Genau, und ich muss da wirklich sagen, in Dortmund auf dem Weihnachtsmarkt, das ist ein extrem schönes Feeling da. Ja. Also für den Weihnachtsmarkt finde ich wirklich. Ja, und da sind wir auch direkt am Tannenbaum tatsächlich in unserer Hütte mit Käsespezialitäten. Ja. Ja. Und das geht ja dann bis Ende Dezember und dann haben wir erstmal ein paar Wochen kurz Ruhe. Ja, und Käse, bist du selber Käse-Fan oder? Eigentlich nicht, ja. Bin ich ganz ehrlich. Aber natürlich, was ich verkaufe, muss ich auch probieren. Das ist genauso wie mit unserer Fahrt. Ich meine, ich kann schlecht bei meiner eigenen Fahrt selber da drin sitzen, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Aber trotzdem fahre ich, also wenn ich steuere, versuche ich schon, ich will ja auch selber fahren können. Ja, genau. So, und deswegen... habe ich schon auch gesagt, gut, wenn ich ja Käse verkaufe, ich muss es ja dann doch mal probiert haben. Aber dadurch, dass es ja nicht einfach nur pur Käse ist, sondern halt ein Spieß oder ein Camembert, der paniert ist, mit Käsestücken und sei es Schinken, Salami für Vegetarier, mit Blumenkohl, Ananas, alles Mögliche. Ja. Dann noch eine bestimmte Soße dabei und dann paniert und gebacken. Habe ich es probiert und habe ich echt gesagt, okay, das schmeckt ja. Ja. Ja, komischerweise, weiß ich auch nicht warum. Ja, ne, das ist auch cool. Ja. Ja, Pauline, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Sehr gerne. Hat riesen Spaß gemacht. Ja. Ja, und dann sehen wir uns nächstes wieder mit dem Voodoo-Jumper. Bist du schon im ersten Platz? Kann man schon verraten, oder? Tatsächlich noch nicht, aber am besten Facebook oder Instagram. Genau, wir blenden das einmal ein. Ne? Unten Facebook, wo, Instagram, wo kann man euch da folgen? Auf Facebook ganz normal Voodoo-Jumper und auf Instagram Voodoo-Jumper zusammengeschrieben _. Ja. Da kann man uns folgen und da eigentlich immer wird alles bekannt gegeben, sobald es offiziell ist. Ja. Da kann man uns auch. Alles klar, ja, dann würde ich sagen, spiele ich euch jetzt noch ein Show-Intro ein vom Voodoo-Jumper und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Wenn du willst, können wir auch mal zusammen mitfahren. Sollen wir das machen? Klar, ja, dann würde ich sagen, machen wir eine Runde Voodoo-Jumper zusammen. Machen wir so. Cool. Sag mal so. Was man nicht selber kennt, ne? Ja, und auch der Effekt halt, ne? Welche Effekte die ankommen und welche Stimmung dabei ist, ja. Ja, weißt du, was witzig ist? Ich spiele deine Stimme mit rein. Ich habe gestern die Showfahrten aufgenommen. Und dann, ja. Also quasi eine Fahrt mit dir und der Rico von dir.
der Fenstermodell, der die Bombe in die andere Richtung steht. Und so weiß ich, was losgeht. Wie schaut es denn aus bei euch? Hören wir mal eine Runde. So, das war schon mal viel zu leise, ne? Ein bisschen lauter, wie sieht's aus? Hören wir mal. Na, komm, ihr habt es geschafft, Freunde, auf jetzt einfach eine neue Runde. Wie haltet ihr wieder? Geile Fahrt, ja. Wollen wir direkt 3-4 mal hintereinander drehen? Das Spinning haben wir schon nicht gehabt hier. Boah. So, werden wir mal mitbrechen, dann machen wir uns einfach.